Moin und herzlich willkommen jetzt zur nächsten Folge von Minecraft Popzone. Ja, es ist nicht ein Jahr vergangen, es ist nur ein paar Tage vergangen. Und in der Zeit ist hier tatsächlich auf dem Server ein bisschen was automatisch passiert, weil ich habe ein bisschen was angepflanzt, dass das hier mal vorangeht. Und zwar haben wir beim letzten Mal festgestellt, dass wir hier diese Dinger hier brauchen. Ne? Diese Essenzen, Zertusquarz-Essenzen. Dann habe ich die hier einfach angepflanzt und die Mechanical User angebracht, die halt immer wieder automatisch abgeerntet haben. Dann habe ich hier einen Events Item Collector, die die Sachen gesammelt haben, in die Kiste gelegt haben und dann hier in die Drawer reingepackt haben, ne? Da habe ich halt einmal die Zertusquarz-Essenzen mit automatisch gefarmt, davon haben wir jetzt mehr als genug. Man kann damit halt die Platten herstellen, die wir für das ME-System brauchen, aber auch die anderen Kristalle. Das ist ganz praktisch. Dann habe ich hier ja ein paar, also zwei Infirium-Pflanzen. Damit habe ich hier ein bisschen Infirium-Essenzen noch gefarmt. Und ich habe hier Nether-Seeds angebaut, 4 Stück an der Zahl, die hier reingetan wurden, dann in den analogen Crafter gepackt wurden. Daraus wurde dann Nether-Brick. Und der wurde unten in die Maschine gefüllt, dass der zerstört wird, also pulverisiert wird und dann gesiebt wird, damit wir hier ganz viele von den Prosperity Charts kriegen. Davon haben wir jetzt einige. Die braucht man zum Beispiel, um diese ganzen Seeds und sowas herzustellen. Deswegen dachte ich mir, stelle ich davon mal ein paar her. Und wir haben dadurch auch ein paar mehr Ressourcen natürlich bekommen, Ingots etc. Und diese Titanium-Ingots, die ich selber noch nie so richtig gesehen habe, da wusste ich nicht mal, dass die bei rauskommen können. Die haben mir nämlich mein System tatsächlich verstopft gehabt. Ah, da seht ihr gerade, sind mal wieder ein paar Sachen angekommen, die gerade durchgesiebt werden. Und zwar hier diese Titanium-Ore-Chunks, hier Titanium-Ingots. Die sind dabei rumgekommen. Keine Ahnung. Hier ist auch einiges, weil wie gesagt, das System hier wurde einmal verstopft, weshalb hier alles einmal auf Pause gemacht wurde. Und hier einiges am Start ist. Aber das soll uns nicht stören. Das wird hier alles automatisch ein bisschen aufgeholt. Das habe ich halt eben gerade erst gefixt. Und dementsprechend kriegen wir da ein bisschen mehr Ressourcen automatisch her. Ohne dass wir was tun. Dafür ist das Ding da gewesen. Aber wir wollen heute durchstarten mit dem ME-System. Und dafür müssen wir erstmal die Platten herstellen. Sprich, wir brauchen hier ein paar Zertusquarz-Essenzen und dann die passenden Gegenstücke. Die bestehen aus folgendem. Einmal aus dem Diamanten, aus Gold, Silikon und die Pure Zertusquarz Crystals. Wir haben ja letztes Mal hier 2 Seeds ins Wasserloch reingepackt. Und die habe ich hier auch tatsächlich noch wachsen lassen. Dementsprechend habe ich tatsächlich 2 Pure Zertusquarz Crystals. Die brauchen wir ja jetzt. Dementsprechend machen wir uns einmal die Platten, die wir brauchen. Einmal diese hier. Dann diese hier. Hier. Und diese hier. Tada! Daraus kriegt man halt Zertusquarz-Kristalle. Ich glaube, für was anderes sind die tatsächlich gar nicht mehr gut. Flim. Und zurück. So, damit haben wir jetzt die Pressen vollständig. Das ist schon mal ein Schritt nach vorne. So, dann geht es weiter mit den Inscriber. Dafür brauchen wir einfach nur Eisen, Sticky Pistons und Furious Crystal. Okay. So, 2 Sticky Pistons, dafür brauche ich erstmal 2 normale Pistons. Und die machen wir sticky. So, einmal das Eisen an den Seiten, einmal dieses hier Ding und das darin. Dann haben wir einen Inscriber. Dann einen Advanced Inscriber. Dafür brauchen wir einfach Eisen. Dafür brauchen wir dann die Hopper, den Inscriber, den wir haben und 2 von diesen hier. Und dafür müssen wir mit denen erstmal ein bisschen was herstellen. So, das heißt aber auch, der Inscriber braucht, meine ich, Strom. Ja, wo kriegen wir jetzt Strom her? Das Problem ist, ich glaube nicht, dass der hier als Strom zählt, oder? Ich bin mir tatsächlich nicht sicher, ob man das miteinander verbinden kann. Wir testen es mal. Wir nehmen uns mal ein paar Diamanten. Engineer und Diamanten. Ach ja, den muss man ja, oh mein Gott, die muss man ja mal rausnehmen. Ich vergaß, das kann man ja total scheiße nur automatisieren. So, 1 von den Printed Engineered Circuit mit dem Printed Silicon und einem Redstone ergeben die Engineering Prozessoren, die wir jetzt brauchen für den Advanced Inscriber. Jetzt brauchen wir noch Eisen und 2 Hopper. Gehen da rein.
und den Advanced Inscriber. Was ist jetzt an dem anders? Block, can't be removed with automaton. Unterschied scheint zu sein, dass man in dem Advanced mehrere Diamanten reinpacken kann. Nur benutzt der Scheiber den Strom von hier nicht mehr. Okay, aber dafür haben wir eine weitere Lösung. Die habe ich nämlich schon gesehen. Und zwar gibt es hier den Energy Acceptor. Das halt die ganzen Sachen, zum Beispiel das MW-System, auch Energie kriegen können. Dafür brauchen wir einfach nur 4 Eisen, ein Flügelskristall und 4 Quarzglas. So, mit ein paar Quarzdusts und ein bisschen Glas können wir uns Quarzglas herstellen. Dann packen wir die Gläser an den Seiten hin, das Eisen drumherum und den Flügelskristall und haben den Energy Acceptor. So. Was mich jetzt interessiert, weil ich kenne mich damit echt wenig aus. Kann ich jetzt den Energy Acceptor da ranstellen? Dann nimmt mein Advanced Inscriber das Ding an. Tatsächlich. Ja, okay. Gut, also diesen Acceptor brauchen wir. Und wie ihr seht, der Advanced Inscriber kann jetzt auch immer mehrere von den Dingern produzieren. Das heißt, da können wir einfach einen Stack reinballern und er produziert uns die dann durch. Das finde ich schon mal super. So, was wir als nächstes bauen werden, ist der ME-Controller. Dafür brauchen wir Skystone-Blöcke, die Pure Fluid Crystals und Energy-Prozessoren. Das Gute ist, die Skystone-Blöcke, die haben wir schon mal vorbereitet. Das sind diese hier. Die müssen nur noch einmal gebrannt werden. Und das habe ich hier hinten schon getan. Ich habe welche in den Ofen geschmissen. Dementsprechend können wir uns die jetzt ganz einfach herstellen. So einen süßen Controller. Das sollte kein Problem darstellen. Also einen davon, 4 davon und 4 davon. Dann haben wir schon unseren ME-Controller, was die Basis unseres ME-Systems sein wird. Jetzt für uns interessant wird erstmal das ME-Drive sein. Jetzt brauchen wir wieder 2 von denen hier, dann ME-Glaskabel und Eisen. Dementsprechend nehmen wir uns welche von den Kabeln. 2 davon. Und Eisen. Und haben dann einen so einen ME-Drive. Und dieses hier, das ME-Crafting-Terminal, das werden wir jetzt als nächstes brauchen. Und dafür brauchen wir wieder diese ganzen Dinger, die ein bisschen herstellungsintensiv sind, sag ich es mal so. Und dann hat man auch eigentlich alles zusammen, was man für so ein ME-System braucht. Beziehungsweise sind auch noch hier die Kabel wichtig eigentlich. Dann hat man alles. Dann hat man hier noch die Storage Units. Ja, was uns jetzt erstmal wichtig ist, werden hier diese Item-Storage-Dinger sein. Dafür brauchen wir halt Redstone und diese Quarz-Dinger und die Logic-Prozessoren. Dann hat man 1K. Das erhöht man auf 4K und dafür braucht man halt davon wieder ganz viele und dann am Ende ganz viel Platz. Und ich würde sagen, das bereite ich einfach bis zum nächsten Mal vor. Das ist nämlich nur reines Rumgecrafte. Dass man halt diese hier herstellt, die Prozessoren, die zusammencraftet, hat man die. Das ist halt wirklich ein reines Hin- und Her-gecraftet. Das ist nicht wirklich sehr spannend. Und beim nächsten Mal bauen wir dann das ME-System auf, würde ich sagen. Ich bereite jetzt die ganzen Teile vor auf Screen. Und dann legen wir beim nächsten Mal los und bauen das Ganze auf. Und dann haben wir endlich ein kleines, süßes ME-System und können hier unsere ganzen Sachen Lebewohl sagen und endlich ein vernünftiges Lager machen. Es wird göttlich. Ich freue mich schon drauf. Ich hoffe, ihr auch. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Popzone. Bis zum nächsten Mal. Ciao.